Hallo und herzlich willkommen zu Reingeschaut, dem Format von Gamer für Gamer. Heute beschäftigen wir uns zunächst mit dynamischen Schwierigkeitsgraden in Videospielen und werfen danach einen Blick auf den neuesten Teil der God of War-Reihe. Aber fehlt da nicht noch irgendwas? Was denn? Das Intro! Ich habe neulich Nioh gezockt, ich fand das viel zu schwer. Nee, du hast auch gespielt, das war viel zu einfach. Das kann ja nicht sein. Gibt es nicht irgendein Feature in Videospielen, das das für jeden gleich schwer macht? Was soll das sein? Ich glaube, das heißt dynamische Schwierigkeit. Und was das ist, erklärt euch Philipp jetzt im folgenden Beitrag. Das Spiel ist ja wirklich schwer. Gleich mal ausmachen. Hi, ich bin Philipp und das ist mein Beitrag zur dynamischen Schwierigkeit. Die Idee hinter der dynamischen Schwierigkeit ist es, dass das Spiel sich von selbst den Fähigkeiten des Spielers anpasst. Dabei soll das Spiel für ungeübte Spieler leichter sein und für geübte Spieler schwerer. Die Schwierigkeit passt sich also je nach Situation von selbst an. Wofür das notwendig ist, erkennt man am sogenannten Spielerflow. Dies ist der Bereich, in dem der Spieler am meisten Spaß am Spiel hat. Mit dem Verbessern des Spielerskills sollte auch die Herausforderung im Spiel steigen. Übersteigt allerdings die Herausforderung das Können des Spielers, könnte das den Spieler frustrieren. Ist die Herausforderung zu einfach, läuft das Spiel wiederum Gefahr, den Spieler zu langweilen. Im schlimmsten Fall hat der Spieler dann keine Lust mehr weiterzuspielen. Spiele, die sich also selbst mit der Herausforderung anpassen, sorgen dafür, dass der Spieler im Flow-Bereich bleibt. Mario Kart war eins der ersten Spiele, die sich dieses Prinzip zunutze machte. Fahrer auf den hinteren Plätzen bekommen bessere Items als die auf den vorderen Plätzen. Oder bei Metal Gear Solid 5 könnt ihr nach mehrmaligem Scheitern einer Mission ein Chicken Head aufsetzen. Dadurch verringert sich das Sichtfeld eurer Gegner und die Mission wird leichter. Neben dynamischer Schwierigkeit gibt es auch natürlich andere Arten, um die Herausforderungen in Games zu gestalten. Da wäre zum einen der einstellbare Schwierigkeitsgrad. Dabei wählt der Spieler selbst, wie schwer das Spiel für ihn sein soll. Viele Singleplayer-Games bieten so eine Art der Schwierigkeitsgrad-Einstellung. Beim festen Schwierigkeitsgrad hat der Spieler keine Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad zu beeinflussen. Die Level bieten für jeden Spieler die gleiche Herausforderung, egal ob man sie leicht findet oder schwer. Der dynamische Schwierigkeitsgrad ist allerdings noch keine Garantie für ein ausbalanciertes Spiel. Lass der Blick in meine Augen dort. Feinde! Ja, und dann habe ich ihn einen reingehauen. Und dann habe ich ihn nochmal mit Feuer beworfen. Und mit Eis. Oh, Eis, ja. Und dann nochmal Blitze. Das ist eine Kombo. Moment mal. Wie reicht das für euch? Ich geh grinden. Dieses Mal mache ich euch alle. Oh, du da. Wie wär's mit einem Kämpfchen? Aber nicht, dass mir beim Kampf die Nägel abbrechen. Die habe ich mir heute frisch gemacht. Ach nö. Nö. Okay, vielleicht ist es auch nicht ganz so übel. Der große Vorteil gegenüber anderen Schwierigkeitsgraden ist, dass der Spieler im Flow-Bereich bleibt. Er muss nicht erst das Spiel pausieren, um die Schwierigkeit manuell anzupassen. Bei fester und einstellbarer Schwierigkeit kann es leicht passieren, dass das Spiel zu schwer oder zu leicht startet. Wenn dynamische Schwierigkeit einen Vorteil gegenüber anderen Schwierigkeitsarten bietet, warum haben es dann nicht alle Spiele? Nun, für die Entwickler ist es ein hoher zusätzlicher Aufwand. Nur wenige Entwickler verzichten dafür darauf, zusätzlichen Content für das Spiel erstellen zu können. So, jetzt habe ich aber genug gelabert. Zurück ins Studio. Dieses Jahr war es endlich soweit. Ein neuer Teil der God of War-Reihe wurde endlich veröffentlicht. Doch nicht jeder war von dem Spiel begeistert. Gerade die Fans, die die alten Teile gezockt haben, konnten sich nicht so wirklich mit allen Neuerungen anfreunden. Ja, aber nachdem sie es angespielt haben, hat es denen dann doch auch gefallen. Nee, nicht unbedingt. Was soll das jetzt heißen? Sieh dir mal den folgenden Beitrag an. Hallo, ich bin Felix und ich habe bisher alle Teile der God of War-Reihe gespielt. Hi, ich bin Johannes und das ist mein erster God of War-Teil. Hallo, ich bin Philipp und ich mag Videospiele. Das ist mir hier alles viel zu groß, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Boah, was es da hinten wohl alles zu entdecken gibt.
Das ist aber eine schöne Verpackung. Philipp, das ist das falsche Spiel. Ich hab keinen Bock auf die Scheißkiste, lass mich doch was metzeln! Okay, das war jetzt das zweite Symbol. Wo ist denn das dritte? So, jetzt erstmal ins Menü, in die Einstellung, um die Steuerung nachzulesen. Ja, das wird dir eigentlich alles im Spiel erklärt. Das ist so langweilig, das interessiert mich doch alles nicht. Lass mich jetzt weiterspielen. Du hast mich verlassen! Mal wieder! Bin ich dir egal? Oh, die Mutter von dem kleinen Jungen ist ja gestorben. Das ist aber traurig. Puh, grafisch ist das halt schon ganz geil. Boah, ey, wie geil ist denn dieser Schnee? Ey, da können die stundenlang drin rumlaufen. Das sieht aber sehr realistisch aus. Bin ich noch in einer Cutscene? Nein, du stehst seit 5 Minuten einfach nur in der Gegend rum. Mann, ich sehe nichts. Wie soll ich denn hier irgendwas umbringen? Die Kamera ist viel zu nah an mir dran. Ich fühle mich, als wäre ich mitten im Kampf geschehen. Wie geil. Wo muss ich lang? Keine 10 Skills, ich will nur mehr Power! Okay, wenn ich jetzt den Jungen verstärke, dann habe ich mehr Rückendeckung. Aber wenn ich die Punkte in Kratos reinpacke, ja, könnte ich mehr austeilen. Das wäre auch nicht schlecht. Was bedeutet XP? Ja, das sind Erfahrungspunkte, damit kannst du deinen Charakter verstärken. Mein Charakter verstärken? Für was soll ich das denn machen? Damit du Chancen gegen größere und bessere Gegner hast? Es gibt Gegner in dem Spiel? Ey, spiel ich nicht, mach mir doch. Shit! Ach, das ist jetzt aber ärgerlich. So, das war's auch schon für heute. Wir hoffen, die Sendung hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal bei Reingeschaut. Ich mach euch fertig! Fuck! Oh, was erblick ich dort? Eine nicht funktionierende Schwertscheide! Hab ich noch Eis auf ihr geworfen? Nein! Moment mal! Goddammit! Ich hab ja neulich Nioh gespielt, ne? Ich fand das viel zu schwer. Mod-Sendung, Take 4. Das war Take 5. Was bedeutet XP? Das sind Erfahrungspunkte, damit kannst du deinen Charakter stärker machen. Es gibt Gegner? Nee, scheiße. Das war gut, oder?